Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Jetzt sind wir wieder bei Goodie Games News und morgen mit einem weiteren Trophäen-Guide zu Uncharted 4. Und zwar holen wir uns heute die Trophäe definitiv. Dazu gehen wir in die Kapitelauswahl, wählen dort Kapitel 12 auf See aus. Ja, und dann müssen wir auf Delfinsuche gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig super klar ist es mir nicht. Wirklich nicht. Ich habe es dann hier irgendwie gebacken bekommen. Ne? Also diese drei Felsen, die wir hier gerade sehen, rechts im Bild, die sind als Anhaltspunkt keine schlechte Idee für den ersten Delfin. Irgendwo gondelt man hier durchs Wasser und findet dann irgendwann einen Delfin und dann findet man irgendwann einen zweiten und findet man irgendwann einen dritten und dann hat man den Erfolg. Ne? Super, Sahne Geschichte. Ja, tut mir leid, dass ich es da echt nicht besser sagen kann. Angeblich ist es so, dass Sam hinten auf dem Schiff in die Richtung gucken würde, wo der nächste Delfin zu finden ist. Aber irgendwie, keine Ahnung, wie viele Minuten ich hier übers Wasser geschippert bin. Ich habe extra ein paar Minuten einfach rausgeschnitten, weil es war wirklich nichts weiter als hirnloses Suchen. Ich kann euch da irgendwie keinerlei Sache an die Hand geben. Geht und danach. Was klar ist auf alle Fälle hier bei diesen drei Felsen. Da seid ihr schon mal relativ gut aufgehoben. Da sehen wir jetzt auch vor uns den ersten Delfin. Haben wir da gerade kurz aus dem Wasser springen sehen. Da ist er wieder. So, und jetzt haben wir Delfin Nummer 1 gefunden. Der begleitet uns dann auch, was dann ganz nett und süß ist. Und dann gondeln wir rum und suchen den zweiten Delfin. Das Rumgondeln, das ist noch das, woran ich euch noch so einen kleinen Leitfaden geben kann. Also wenn ihr an diesen drei Felsen hier unten seid und dann hochfahrt Richtung der anderen Insel, wo auch dieses Schiffswrack ist. Ihr seht ja selber, wo ich jetzt... Ich schippe hier momentan noch im Kreis. Immer noch, warum ist der erste Delfin nicht da, frage ich mich gerade. Ich habe den noch gerade gehabt. Wo ist er bitte schön? Ja, das weiß der Delfin wahrscheinlich selber nicht. Da ist er wieder. Auch Sam sagt nichts, ne? Obwohl Sam schon längst hätte sagen müssen, hey, guck mal, da ist ein Delfin, ne? Und schwupps wäre der Delfin uns gefolgt. Irgendwie mag er hier nicht so wirklich mit mir reden. Vielleicht auch so ein Bruderding, keine Ahnung. Also, wie gesagt, Leute, ist also wirklich ganz schwer. Gondelt einfach mit dem Boot hier hinten in der Ecke rum, bis ihr dann irgendwann mal alle drei Delfine beieinander habt. Einen anderen Tipp kann ich euch leider wirklich dafür nicht geben. Wie gesagt, ihr könnt ja danach gehen, dass angeblich Sam in die Richtung des nächsten Delfins schaut. Aber ich glaube die Sache nicht so wirklich. Ihr werdet, wie gesagt, im Verlauf des Videos halt auf alle Fälle noch sehen, wie ich halt dann auch noch den dritten Delfin ganz zum Schluss dann endlich beisammen habe. Und welchen Weg ich genommen habe, seht ihr auch wenn ich in der Mitte zwischendurch ein paar Minuten rausgeschnitten habe. Aber das war eigentlich immer wieder dasselbe Abgondeln von denselben Stellen. Vielleicht habe ich es auch wirklich total falsch gemacht, bin total falsch angegangen, ich weiß es nicht. Ah, hier, seht ihr, jetzt endlich hat Sam reagiert. Jetzt haben wir endlich den ersten Delfin im Schlepptau. Warum der das nicht schon eher gedacht hat, keine Ahnung. Wirklich gar keine Ahnung. Also ich finde, die Trophäe ist relativ, ja, sag ich mal, merkwürdig. Sie ist nicht so straight wie die anderen. So kann man es auf alle Fälle sagen. Weil auch den dritten Delfin werde ich dann nachher ungefähr hier an dieser Stelle einsammeln. Obwohl er da minutenlang nicht einmal gewesen ist. Also wie gesagt, gar keine Möge. Da hinten seht ihr ganz weit am Horizont, da seht ihr so leicht das Mast von dem Schiffswrack. Das ist also der höchste Punkt, sage ich, das höchste, nördlichste, wie auch immer, welche Himmelsrichtung das ist, wo ihr hinfahren müsst. Einfach zwischen diesen drei Felsen, ich zeige es jetzt gerade schon mit den Fingern, ne, weil ich so verzweifelt bin, wo ich gar nicht weiß, wie ich es euch beibringen soll. Also fahrt hier einfach hier hinten im Wasser hoch und runter und irgendwann habt ihr dann auch alle drei Delfine zusammen. Bei mir kann ich euch sagen, es hat insgesamt 13 Minuten gedauert. Ich habe den Guide hier zusammengeschnitten auf, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, ja, auf knapp 6 Minuten. Das heißt also, die Hälfte der Schipperei, die ich hier gemacht habe, habe ich euch mit aufgehoben. Einfach nur, damit ihr ungefähr wisst, wo ich lang geschippert bin. Auf alle Fälle, das war ja die Route, die gereicht hat, um alle drei Delfine zu fangen. Ja, ich kann nur sagen, wenn es euch irgendwie geholfen hat, könnt ihr ruhig trotzdem natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Könnt ihr den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr einfach kein weiteres Video hier zu weiteren Guides mit Uncharted 4 und natürlich anderen Top-Spiele, die demnächst kommen werden. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.
Delfine. Du weißt, was das heißt. Dass es eine Schule ist? Das heißt, sie sind in der Überzahl. Hoffentlich sind sie friedlich. Du hast echt keinen Humor mehr.